Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest, und im Kapitel Augen bin ich angekommen im Teil Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzung der Hornhaut, und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Diese werden den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt, und ich bin angekommen bei Bibrocatol, Augensalbe unkonserviert, und die ist grün bewertet, geeignet bei Bindehautentzündung und vor allem bei Entzündungen der Lidkante. Die Salbe beeinträchtigt aber die Sehfähigkeit. Ich lese vor. Bibrocatol, in Klammern Augensalbe unkonserviert. Bibrocatol macht es Keimen, die auf der Augenoberfläche vorkommen, schwer, sich festzusetzen und dadurch eine Infektion auszulösen. Die Bewertung grün, geeignet bei Bindehautentzündung und vor allem bei Entzündung der Lidkante. Die Salbe beeinträchtigt aber die Sehfähigkeit. Bei unspezifischen Bindehautentzündungen, die zum Beispiel durch Schmutz im Auge oder Luftzug verursacht werden, wird es aufgrund der Wirkweise als geeignet bewertet. Wichtig zu wissen für Schwangerschaft und Stillzeit. Über die Anwendung von Bibrocatol in dieser Zeit gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse. Da der Wirkstoff aber in Wasser kaum löslich ist, kann er sich auch nicht im Blut verteilen und es sind keine Probleme zu erwarten. Es geht weiter mit Dexpanthenol, Augengel, Salbe, Tropfen, und unkonserviert ist es geeignet, und konserviert ist es hellgrün bewertet auch geeignet.